Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Live-Vlog. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, mit dem 5. Kapitel aus Akt 2, Feuer im Himmel. So, das Ganze spiele ich auf schwer. So, letztes Mal habe ich halt eine Brutstätte des Noasis-Clusters zerstört und jetzt heißt es, den Anführer zu schnappen. So, dann würde ich mal sagen, genau, ich habe ja auch eine neue Funktion, Dämmerungsfeld, Angriffsdrohnen erzeugen ein Dämmerungsfeld, das Gegner betäubt. Okay, finde ich gut. Ja, aber ansonsten, nee, Helmer ja nämlich nicht, Werferpuls, okay, ich kann nochmal den Werfer verbessern einmal. Ich habe genau ein Carbon übrig. So. Dann würde ich mal sagen, Attacke. Du hast die obere Plattform des Noasis-Baus erreicht. Wie du sehen kannst, versinkt der Cluster im Chaos, seit er seine Brutstätten verloren hat. Ich werde die Noasis weiter ablenken, damit du den inneren Bau infiltrieren kannst. Okay. Finde den Eingang zum Noasis-Kern. Alles klar. Okay, Satcom macht halt Luftschläge. Oh, Kiste. Hier ist noch nichts. So. Ein Dämmerungsfeld. Die sind kurze Zeit betäubt und halt. Finde ich jetzt okay? Oh, da ist noch einer. Oh, wohltuender Schmerz. So. Ich glaube, auf diesem Dach ist nichts mehr. Nö. Einfach so diese, Lüfter so durch die Gegend schubsen. Hallo zu meinem kleinen Freund. Oh, ja. So.
Hier ist nichts mehr. Okay, hier ist noch eine Fabrik. Okay, mein Rückzugsweg ist jetzt gerade abgeschnitten. Sei gegrüßt, Intellekt. So treffen wir uns also endlich. Nun, da die Erde verlassen war, breitete sich Dunkelheit aus. Die Relikte der Menschheit sprechen in vergessenen Zungen. Was bedeuten diese Worte für dich, Intellekt? Hoffnung für einen Neubeginn. Ich muss das erstmal verarbeiten. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für die Menschheit. Intellekt, wisse dies. Es gibt jene, die dich für ihre eigenen Zwecke kontrollieren wollen. Erforsche dein Inneres. Tief in dir liegt die wahre Natur deines Protokolls. Aber zunächst zeige mir, wie stark du geworden bist. Okay, Alpha besiegen. Habe ich doch schon mal bekämpft. Diesmal zu viele Alphas. Heizt ihnen ein. Lass mich durch. Ah, das ist der richtige Alpha. Richtiger Alpha. Oh, komm mal her. Thank you.
habe ich schon mal auch 30% runtergeprügelt, oder? Seit unserem letzten Aufeinandertreffen noch stärker geworden. Deine Taten haben mich viel über die Menschheit gelehrt. Aber was hast du über dich selbst gelernt? Das Schicksal deiner Spezies hängt am seidenen Faden. Okay. Das war das Gefecht mit Alpha. War wieder ein schönes, knackiges Gefecht. So. Und weiter geht's. Im Anschluss an die Katastrophe beobachtete SATCOM die Planetenoberfläche mit seinen fortschrittlichen Sensoren. Seine oberste Direktive war es, so lange zu warten, bis die Verhältnisse an der Oberfläche wieder für Lebewesen geeignet sein würden. Dann sollte Phase 2 eingeleitet werden und die Menschheit wieder an die Erdoberfläche zurückkehren. Okay. So, SATCOM ist mehr so eine Art Überwachungseinheit gewesen, aber irgendwas stimmt mit dieser Überwachungseinheit nicht. So, hier geht's nicht weiter. Ich muss mal schauen. Hier geht's auch nicht weiter. Okay. Die Noises versuchen, so den Weg zu versperren. Du wirst dich durchkämpfen müssen. Okay, gib mich sicher. Bitte in Reichweite.
Bedrohung entdeckt. Reparatur gibt's hier. Bombardierung erfolgt. Okay. Intellekt, es nähert sich eine weitere Welle. Das war nur eine Aufwärmrunde. Es wird Zeit für die Hauptattraktion. Vielleicht habe ich mich geirrt. Du bist stärker, als du aussiehst. Ich habe bereits zu viele Zyklen an dir verschwendet. Vernichtet die Eindringlinge! Okay, Atlas ist wieder da. Klein muss es werden. Ah, verdammt. Einmal nicht aufgepasst. Zentrum der Noesis ist jetzt geöffnet. Dort wirst du Demokritus und den Schlüssel finden. Sei vorsichtig, Intellekt. So, neues Cape freigeschaltet.
hier geht's nicht weiter. Dann geht's hier weiter. Stufe 22 erreicht. Aber egal. Ich hatte noch einen. Okay, den Bonus von 0,35%, weil ich noch 21 Sekunden noch Zeit über hatte. Nicht schlecht. Aber ich habe ein neues Cape freigeschaltet. Das würde ich mir mal angucken. Ach so, ein graues Cape. Nee, dann nehme ich das hier. Das gefällt mir doch um einiges besser noch. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch erstmal fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit Kapitel 6 aus Akt 2, Auge des Sturms. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.